Achtung, du wurdest als gesuchter Verbrecher identifiziert. Sofort antworten, sonst eröffnen wir das Feuer. Wir haben dich schon gesucht. Komm mit. Ich soll dich darüber in Kenntnis setzen, dass du auf die UC Vigilance transferiert wirst. Alles Weitere erfährst du dann dort. Darüber hinaus darf ich dir keine weiteren Informationen geben. Tut mir leid. Kluge Entscheidung. Wir kommen für den Transfer an Bord. Also, Captain. Wo soll's als nächstes hingehen? Ich sage es dir, der Commander hat Pläne für diese Null. Warum sollte er sich sonst den ganzen Stress machen? Ich verstehe immer noch nicht, warum er einem Verbrecher vertraut. Was für ein Risiko. Mach dir keinen Kopf und behalte unseren Gast im Auge. Bin gleich wieder da. Bleib einfach hier. Der Commander will mit dir reden. Der Gefangene ist bereit, Sir. Hoffentlich hast du es bequem. Es gibt viel zu besprechen. Scharfsinnig. Ich setze es mit auf die Liste deiner Talente. Apropos, sehen wir doch mal, womit wir hier arbeiten. Recht ereignislose Vergangenheit. Nichts Erwähnenswertes. Außerdem sehe ich, dass du Miner auf Vectera warst und jetzt bei der Constellation bist. Fleißig, fleißig. Ach, guck an. Und ganz unten auf der Liste steht die kriminelle Geschichte, durch die du in mein Fadenkreuz geraten bist. Mache ich, wenn ich soweit bin. Nachdem wir das geklärt hätten, darf ich mich vorstellen. Ich bin Commander Kibwe Kande. Ich leite diese Operation für die UC SysDev. Du weißt, wer wir sind und was wir machen. Das ist relativ neu, probieren wir gerade aus. Ich dachte mir, wir müssen uns breiter aufstellen, unseren Horizont erweitern. Die UC SysDev ist eine Abteilung der UC Navy. Die kümmern sich um das große Ganze und wir uns um ein ganz spezielles Problem, die Crimson Fleet. Und da, Häftling, kommst du ins Spiel. Nein, nein, hast du nicht. Noch nicht. Wir mühen uns seit Jahren mit der Crimson Fleet ab. Versuchen, sie ein Schiff nach dem anderen auszuschalten. Aber wir kratzen nur an der Oberfläche. Wenn wir jemanden einschleusen, finden wir vielleicht einen losen Faden, an dem wir ziehen können, um das Ganze aufzulösen. Nicht für mich. Für dich selber. Pass auf, ich mache es ganz simpel. Arbeite für die UC SysDev, dann können wir gemeinsam die Crimson Fleet ausschalten. Wenn du aber ablehnst, werfen die Jungs dich in die nächste Zelle. Und ich erhöhe deine Strafe vielleicht noch um ein paar hundert Credits. Naja, zuerst mal vergessen wir den Verstoß, durch den du auf der Vigilance gelandet bist. Wir löschen deine Akte. Aber noch viel besser. Wenn du deinen Job gut machst, legen wir noch ein paar Credits drauf, um die Kosten für die Operation auszugleichen. Oder du wirfst das alles weg, landest wieder im Knast und kriegst eine fette Geldstrafe aufgebrummt. Klar hast du eine Wahl. Aber stimmt, groß ist sie nicht. Also, was sagst du? Arbeitest du mit mir oder muss ich mir jemand anders suchen? Würde ich dir das nicht zutrauen, hätte ich dich in der Zelle gelassen. Du musst einfach deinen Instinkten folgen und mir vertrauen.
Du gehst hier nicht weg, bis ich eine Antwort habe. Kluge Entscheidung. Ich lasse dich von einem meiner Männer zum Operationszentrum eskortieren. Und ich rate dir dringend, ihm keinen Ärger zu machen. Und versuch gar nicht erst, das Schiff zu verlassen. Du wirst feststellen, dass du keinen Zugang zum Dockingbereich hast. Gut, dann los. Also der Einsatz statt Knast, ja? Du wirst der neue Maulwurf des Commanders. Ganz alleine eine Bande von Piraten infiltrieren. Du hast ordentlich Mumm. Trotzdem fragt man sich das schon. Vor allem bei den ganzen Geschichten. Zum Beispiel die, dass die Fleet Informanten an die Hülle von einem Schiff schnallt und dann ganz langsam die Luft aus dem Anzug lässt. Kannst du dir einen schlimmeren Tod vorstellen? Ich nicht. Aber ich würde mir da keine Sorgen machen. Da der Commander dich persönlich ausgewählt hat, kannst du vermutlich lange die Luft anhalten, oder? Okay, hier ist für mich Schluss. Fahr mit dem Lift hoch zu Ops. Commander Ikande müsste schon auf dich warten. Hallo. Ah, da bist du ja. Sehr gut. Nachdem wir jetzt festgelegt haben, wie du mit uns kooperieren wirst, will ich dir dein neues Zuhause zeigen. Das ist das Operationszentrum der UC Vigilance. Das Schiff ist das Nervenzentrum des SysDev für die Zerstörung der Crimson Fleet. Wir befinden uns im Sol-System, im tiefen Orbit um Phobos herum. Warum, das erkläre ich gleich. Und genau deswegen gehen wir etwas unauffälliger vor. Wir brauchen Augen und Ohren in der Crimson Fleet. Jemanden, der uns mit Informationen versorgt und ihre Schwachstellen identifiziert. Der Haken ist, du kannst nicht einfach bei ihnen anklopfen und dir ein Bewerbungsformular geben lassen. Um reinzukommen, braucht es Raffinesse. Den habe ich. Unsere Aufklärung hat einen möglichen Weg in die Crimson Fleet gefunden, durch Sersha Bowden, eine ihrer Kontaktpersonen. Die arbeitet für die Handelsaufsicht in Cydonia. Wir haben einen Container Aurora auf dein Schiff geladen, um ihre Aufmerksamkeit zu wecken. Ganz genau. Du musst also überzeugend auftreten. Sobald du dich in die Crimson Fleet geblufft hast, beginnen wir damit, Beweise zu sammeln. Da kommt meine rechte Hand Lieutenant Gillian Toft ins Spiel. Sie erklärt dir alles, was du wissen musst. Tja, du musst es wohl einfach riskieren. Und ich erwarte, dass du meine Befehle exakt befolgst.
Exakt, verstanden? Denk daran, die ganze Operation hängt davon ab, dass du es schaffst, die Crimson Fleet zu infiltrieren und uns genügend Beweise zu liefern. Mir egal. Hauptsache, du machst es. Pass auf, bevor du anfängst, muss eines absolut klar sein. Als Undercover-Agent der UC Systev musst du dich an unseren Verhaltens- und Ethikkodex halten. Wenn du zu weit vom Weg abkommst, ist die Chance hoch, dass du außer Kontrolle gerätst. Tja, dann solltest du dir das schnell angewöhnen, sonst suche ich bald einen Ersatz für dich. Aber jetzt wird es Zeit, dich an Lieutenant Toff zu übergeben. Sie erklärt dir, wie die Beweisbeschaffung während der Operation ablaufen soll. Also los mit dir und viel Glück. Zu deiner eigenen Sicherheit weiß außer mir und der Crew der Vigilance niemand, dass du für die United Colonies arbeitest. Im Grunde gilt, wenn du im Gefängnis landest, sind die Strafen deine Sache. Während du zur Crimson Fleet gehörst, musst du sicher einige moralisch fragwürdige Entscheidungen treffen. Du wirst auch ohne Rücksicht auf die Konsequenzen abdrücken müssen, um deine Tarnung zu wahren. Tu, was du tun musst, aber vergiss nicht, warum du überhaupt da bist. Deswegen erwarte ich, dass du immer nach anderen Möglichkeiten suchst, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, als sie zu durchlöchern. Pass auf, ich merke, dass du dich damit schwer tust. Also drücke ich es simpler aus. Wenn es einen Weg zum Ziel gibt, bei dem du keine Unschuldigen töten musst, dann befolge diesen Weg. Nutze deine Instinkte. Ich bin sicher, du tust das Richtige. Das ist leicht. Gar nicht. Wir überwachen deine Aktivitäten von der Vigilance aus und versuchen, in deiner Nähe zu bleiben. Wenn du das Gefühl hast, dass du genügend Beweise gesammelt und deinen Auftrag erfüllt hast, kommst du zum Debriefing her. Davon ab bist du komplett auf dich gestellt. Du hast deine Befehle. Lieutenant Toft fährt mit dem Briefing fort. Okay, wir haben nicht viel Zeit, also hör gut zu. Während du undercover arbeitest, musst du so viele Beweise wie nur möglich sammeln. Wenn du irgendwelche Unterlagen findest, die verdächtig oder belastend wirken, bringst du sie mir. Verstanden? Du musst jeden Zentimeter absuchen, sonst vergeudest du unsere Zeit und riskierst umsonst dein Leben. Verbrecher sind schlampig. Wenn du gut genug suchst, findest du ihre Fehler garantiert. Leg's dir zurecht, wie du willst, aber diese Beweise sind entscheidend für den Erfolg von Commander Ikandes Operation. Ich will Datenslates, Computer-Downloads, handschriftliche Notizen. Scheiße, ich nehme alles, solange wir die Schweine damit drankriegen. Das hoffe ich für das Wohl der besiedelten Systeme. Das kleine Scharmützel, das du auf Vectera mit ihnen hattest, war nichts. Diese Piraten hinterlassen eine Schneise aus Tod und Zerstörung. Wenn du gesehen hättest, was ich gesehen habe, würdest du mich verstehen. Dann ist dir sicher klar, warum diese Operation so wichtig ist. Jedenfalls, bevor du gehst, eine Sache ist da noch. Commander Ikande hat eine Auszahlung von Credits für jedes Beweisstück genehmigt, das du uns bringst. Als Aufwandsentschädigung. Das ist nicht großzügig, sondern motivierend. Commander Ikandes Idee. Also gut, wir haben einen Container Aurora in deinen Frachtraum geladen und wir geben dir eine kleine Probe, damit du die Ware anpreisen kannst. Dein Schiff hat die Startfreigabe erhalten. Flieg nach Cydonia und nimm Kontakt auf mit Sasha Bowden. Mit etwas Glück schickt sie dich zur Crimson Fleet. Das war alles. Du darfst wegtreten. Keine Sorge, der Container wurde bei der UC Security registriert. Es dürfte also keine Probleme geben, selbst wenn du gescannt wirst. Wenn wir natürlich herausfinden, dass du ihn an jemanden außerhalb dieser speziellen Operation zu verkaufen versuchst. Nun ja, ich muss bestimmt nicht weiter ausführen, welche Konsequenzen so etwas hätte.
Wenn noch was ist, sag Bescheid. Kann ich sonst noch etwas beantworten, bevor du mit der nächsten Phase der Mission beginnst? Wenn du Fragen hast, wäre jetzt die richtige Zeit dafür. Du hast deine Befehle. Ja, was? Auch wenn es nicht Jamison ist, fühle ich mich so langsam heimisch. Bei den Geländern auf den oberen Ebenen. Es geht sehr tief runter. Die Vorstellung, hier unten eingezwängt zu sein, die Dämpfe und den Staub zu atmen. Keine Bäume, kein Gras. Deprimiert. Das strengt einen schon ziemlich an. Ich liebe es, Gegenden mit niedriger Schwerkraft zu erkunden. Red mit Octai. Ich bin beschäftigt. Wäre nicht das erste Mal, dass ich das höre. Ach, guck mich nicht so an. Ich mach doch nur Spaß. Was hast du für mich? Aurora, ja? Cool. Aber ein bisschen zu heiß. Was hast du sonst noch? Die Handelsaufsicht lehnt Schmuggelware ab. Jetzt habe ich alles erlebt. Nein, Sie haben recht. Aber Sie haben dir nicht gesagt, dass mein Selbsterhaltungstrieb extrem ausgeprägt ist. Wenn du natürlich einen Finderlohn anbietest, dann könnte ich, naja, die Regeln etwas beugen.
Nur zu, wenn du mich erschießt, hetzt dir die Handelsaufsicht Kopfgeldjäger auf den Hals, bevor du wieder beim Raumhafen bist. Ach, Schätzchen, ich hab schon alles gehört. Drohungen jucken mich nicht. Also rück den Finderlohn raus oder versuch deine Ware allein zu verkaufen. Weißt du was? Echt komisch. Plötzlich fällt mir doch jemand ein, der das Zeug vielleicht für dich los wird. Sieh an, sieh an. Plötzlich erinnert sie sich an alles. Wie schön. Ein Kumpel von mir mischt bei der Crimson Fleet. Adler Kemp heißt er. Wenn er nicht schon bewusstlos ist, killt er gerade im Broken Spear den Rest seiner Gehirnzellen. Ach und, war schön, mit dir Geschäfte zu machen. Ja, was gibt's? Zwischen 22 Uhr abends und 5 Uhr morgens gelten in der Stadt verschärfte Lärmschutzbestimmungen. Der Mars ist sehr reich an Ressourcen. Es gibt also immer mehr als genug Arbeit. Wenn du nicht hier bist, um mir noch einen Drink zu servieren, kannst du wieder abhauen. Hey, sag's doch noch ein bisschen lauter. Ich glaube, es hat dich noch nicht jede UC-Wache in Cydonia gehört. Okay. Okay. Ja, ich glaube, da können wir dir helfen. Wenn du eine ganze Ladung davon loswerden willst, muss das schnell gehen. Aber erst musst du was für uns machen. Okay, wenn er wieder auftaucht, sag Bescheid. Ich erkläre ihm, dass er nicht willkommen ist. Ja, klar. Wenn nicht mal die Handelsaufsicht den Scheiß haben will, zu wem willst du dann bitte noch gehen? Kühl mal kurz deine Schubdüsen, bevor du den Deal für uns beide versaust. Das ist doch lächerlich. Ist der ganze Scheiß echt nötig, damit wir von dir kriegen, was wir brauchen? Lady, wenn ich die Ware für deine Begleitung hier verschieben soll, machst du alles, was ich will. Klar? Und jetzt Lauscherchen auf. Ich sag's nur einmal. Du musst dich um einen Miner kümmern, der zu viele Schulden hat. Er hat wahrscheinlich alles versoffen. Kann ich ihm nicht verübeln. Aber ich will das Geld zurück. Du kannst mir so viele Credits geben, wie du willst. Darum geht's nicht. Wir müssen an dem Typen ein Exempel statuieren. Er heißt Carl Fielding. Wahrscheinlich stolpert er irgendwo durch die Miner-Quartiere von Deimos. Keine Angst, er ist leicht zu finden. Halt einfach Ausschau nach dem erbärmlichsten Typen weit und breit. Es gibt alle möglichen Miner. Junge Haudegen, Ehemann. Der Glaube an Gott hat uns zu den Sternen geführt. Kann ich dir irgendwie helfen? Adler Kemp? Wer zur Hölle ist das bitte? Was für Spielchen? Du verwechselst mich ganz offensichtlich mit jemandem. Ich bin echt müde, okay? Hab den ganzen Tag in den Minen geschuftet.
Ich will einfach nur nach Hause, mir den Staub abwaschen und relaxen. Adler, Adler. Ach so, warte. Du meinst den Adler? Ja, sorry, ich dachte, du redest von jemand anderem. Ich habe ihm gesagt, dass ich nächste Woche zahle, wenn der Beteiligungscheck von Deimos kommt. Ich bringe ihn ihm sogar persönlich, okay? Naja, ich meine, er hat ja eigentlich keine andere Wahl. Ich kann echt gerade keinen einzigen Credit abdrücken. Wo nix ist, kann man auch nix holen, okay? Vielleicht hat er schon genug durchgemacht. Was für Spielchen? Warum tust du mir das an? Ich hab das Geld nicht. Ich kann mich ja vielleicht für eine 7-Tage-Schicht melden. Naja, nee, eigentlich nicht. Ich dachte, dass er vielleicht gnädig ist. Naja, vielleicht kann ich ein paar von meinen Deimos-Aktien verscherbeln. Sag Adler, es tut mir leid, dass ich versucht habe, mich da rauszumogeln. Ich hatte keine Wahl. Angeblich wurde in einer der Minen wieder ein Trinkwasservorkommen gefunden. Ein Glück bei dem aberwitzigen Reportpreis. Zur Bekämpfung der gefährlichsten Bedrohungen der besiedelten Systeme gehört mittlerweile. Kleiner Tipp, vergiss nicht, deine Ausrüstung festzuhalten. Hast du was für mich? Ach, sieh mal einer an. Ich wusste, der Penner will mich für dumm verkaufen. Macht er mir noch Probleme oder hat er es verstanden? Schön, schön. Du bist wohl ein richtiges Naturtalent, was das Schuldeneintreiben angeht. Gefällt mir. Weißt du, wenn dir sowas Spaß macht, habe ich noch mehr Arbeit für dich. Jede Menge. Glaubst du, du kommst mit meinen, Partnern klar? Wenn dir das bis jetzt noch nicht klar ist, bist du vielleicht nicht für den Job gemacht. Das höre ich gern. Dein Stil gefällt mir. Alles klar. Ich gebe Neva Mora Bescheid. Die ist die Nummer 2 nach dem großen Boss persönlich. Mach dich auf den Weg nach Europa, da findest du sie. Und hör dir an, was sie zu sagen hat. Ach ja, um die Aurora-Lieferung habe ich mich gekümmert. Ist viel Kohle. Gib nicht alles auf einmal aus.
Geliebte an Bord zu sein.